Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Voskevox MX-02S E-Bike. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Elektrofahrrad für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum E-Bike werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Elektrofahrräder sind seit einigen Jahren im Trend. Was ist hier eigentlich der Vorteil? Der größte Vorteil ist die Motorunterstützung. Ja. Diese kann dir bei deiner Radtour einfach ja, die Tour erleichtern und es gibt einfach Fahrradfreunde, die sagen, diese Unterstützung brauche ich bei meiner Radtour. Ist natürlich eine Geschmacksfrage, ja. Es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, so ein klassisches Rad ohne Motor, das reicht mir auch aus, ja. Aber es gibt auch durchaus einige Leute, die sagen, ich mag diese Unterstützung, die mir hier ein Elektrofahrrad bietet. Das macht mir die Tour leichter. Ist halt eine Geschmacksfrage. Preislich finde ich sehr interessant, was hier aus dem Hause Voskevox geboten wird bei diesem E-Bike. Würde ich mit Hinblick auf die Ausstattung als ein faires Angebot bezeichnen. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende E-Bike ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Elektrofahrräder auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Natürlich die Offroad-Fettreifen stechen hier optisch schon sehr stark hervor. Da finde ich, kann man auch alleine so, wenn man über die Strecken nachdenkt oder die Routen besser gesagt, bei denen man fahren möchte, wenn man da so drüber nachdenkt, kann man sich vielleicht überlegen, ja, ist das das richtige Fahrrad oder nicht? Designtechnisch sieht es ziemlich cool aus, wie ich finde, braucht sich in Sachen Optik nicht zu verstecken, wie ich finde. Das vordere und hintere Scheibenbremssystem verbessert die Bremsempfindlichkeit, Sicherheit und Haltbarkeit. Ja, diesen Aspekt halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Generell ein sehr interessantes E-Bike, wie ich finde. Ob es für dich das passende Elektrofahrrad ist, das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ja, ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses E-Bikes aus dem Hause Voskevox beziehen. Und auf mich macht das einen fairen Eindruck, ja. Aber ob du jetzt sagst, das ist für dich das passende Elektrofahrrad, das ist eine Frage, die du alleine wirklich am besten beurteilen kannst, ja. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum E-Bike aus dem Hause Voskvox. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deiner nächsten Radtour. Alles Gute, ciao.